Das ist dein Tag. Steffen Hoffmann, Fußballgott, ist Geschichte. Gestern verabschiedete sich der sympathische Rapid-Fußballer von seinen Fans im Allianzstadion. Da weinte nicht nur der Himmel, sondern auch der ganze Block West und ein paar Promis. Ich denke, er hat sich den Schritt sehr, sehr gut überlegt und natürlich für seine weitere Zukunft alles Gute. Er ist nicht nur ein Fußballer, sondern er ist auch ein toller Mensch. Und das Einzige, auf das ich wirklich stolz bin, dass ich mich damals durchgesetzt habe und ihn aus München zurückgeholt habe. Warum wird man Rapid-Fan? Ja, das ist, entscheidet sich sehr früh im Leben. Da fällt man auf eine Seite oder auf die andere und ich bin auf die Grüne gefallen, Gott sei Dank. Im Verteilerkreis habe ich nicht so gut. Rapid ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man Herz hat, wenn man den Fußball liebt, dann hat man einfach ein grün-weißes Herz. Aber es gibt ja auch einen Ex-Bürgermeister, der ist kein Rapidler. Ja, aber der war der beste Bürgermeister der Welt, er muss ja nichts von Fußball verstehen. Mein Vater hat zuerst kommen und gesagt, wir gehen heute nicht in den Prater, sondern wir fahren auf dein erstes Rapid-Spiel. Und das war das Cup-Finale Rapid gegen GAK 1968 im Stadion. Das war mein erstes Match. Damit war die Prägung fertig. Ich meine, man wechselt die Frau, man wechselt Marken, manche wechseln die Religion, aber niemals den Fußballverein, für den man Anhänger ist. Wie emotional ist man da, wenn man das in der letzten Runde läuft? Das ist natürlich überwältigend, das muss ich schon sagen. Wenn da ein Spiel stattfindet zu Ehren von einem Spieler und jetzt von mir halt und das ganze Stadion ist voll und dann ist so eine Stimmung im Stadion und ja, das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen, was da heute passiert ist für mich.